Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich bin's mal wieder, Fabi von JF Blobs. Moin. Ja, heute geht's um dieses Gerät hier. Das ist das Tascam oder Tascam US144 MK2. Wer von euch jetzt nicht weiß, was das ist, nicht schlimm. Ich wusste es vor einer Woche oder ein paar Wochen auch nicht. Folgendes, ich bin Musiker, und ich nehme auch gerne Lieder auf. Allerdings ist mein Audio-Input in meinem Laptop so grottig schlecht, das ist fast unbeschreiblich. Wenn ihr mal so eine meiner ersten Let's Plays auf diesem Channel hier, auf dem ihr gerade vielleicht gelandet seid, anschaut, wie beispielsweise das, die total schlechten Minecraft-Videos oder halt der andere Mist, dann seht ihr, wie ungefähr die Qualität der Mikrofonbuchse ist. Ich hatte bisher dann immer von meiner PlayStation 2 das SingStar-Adapter-Ding genommen. Also jetzt für meine neuen Videos habe ich dann immer das SingStar-Adapter-Ding da halt genommen. Da ist auf der einen Seite USB und auf der anderen Seite ist diese zwei Löcher mit dem, ja, die zwei Löcher mit dem Klinkeneingang, so heißt das Teil. Leider erkennt das nur dynamische Mikrofone. Und leider ist meine Gitarre kein dynamisches Mikrofon. Welch ein Wunder. Naja, jedenfalls habe ich mir jetzt dieses Ding hier, ja, zugelegt. Es hat vier Ein- und Ausgänge. Ja, es hat einen USB 2.0 Anschluss für Mac und Windows. Ich habe da jetzt keine, also ich bin da jetzt nicht so der Musikerprofi, ich mache das so just for fun. Ja, und damit halt es ein bisschen schöner klingt, das. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht ganz genau hier diese ganzen Kilohertz-Dinger und die 24-Bit-Auflösung und sowas. Das, naja, hat zwei XLR, also Mikrofoneingänge, zwei normale Eingänge. Man kann extra für eine Gitarre oder einen Bass halt so ein Gerät halt noch rein switchen irgendwie. Hat ein Line-Out und einen Mikrofonausgang, ein MIDI-In und Out. Ja, wird über USB angetrieben. Man kann aber anscheinend noch irgendwie auch eine Phantomverstärkung oder irgendwie so einen Scheiß einschleusen. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr wirklich Genaues zu diesem Ding haben wollt, dann geht auf thoman.de, da haben die ein süßes kleines Video gedreht. Ich stelle den Link unten in die Beschreibung. Das ist jetzt einfach nur das grobe Unboxing. Gut, der Karton, was fällt auf? Es ist ein Karton. Das ist viereckig. Ja, oh Gott, hier steht, was ist alles? Ja, Minimum, was. Hä? Wie gesagt, immer wenn ich Aufnahmen mache, landet mein Deutsch mal wieder im Keller. Hier die Systemanforderung, so heißt der Schrott. Und da hatte die Aufnahme unterbrochen. Naja, jedenfalls geht's jetzt weiter. Die Systemanforderungen sind ja mindestens Windows XP 32-Bit Service Pack 2 oder später. Macintosh, Mac OS X 10.4.11 oder später. Ich kann das ja auch mal nochmal so anzeigen, falls ihr nochmal alles genau sehen wollt. Und dann, jupp, Autofokus. Dankeschön. Nee, jetzt habe ich eine AV-Sperre drin. Kann ich nicht. Ah, so. Gut. Und das sieht man halt da. Hier an der Seite schwarz und genau die gleiche Beschreibung wie vorne drauf in Englisch. Ja, das zeige ich gleich. Und hier das gleiche wie auf der anderen Seite, nur in Französisch. Gut. Und hier ist übrigens das gleiche wie vorne drauf.
Nur halt wieder auch in Französisch. Scheint wohl irgendwas mit Frankreich zu tun zu haben. Naja, das hier müsst ihr nicht sehen. Das ist egal. Gut, hier, das ist besonders wichtig. Special Bundle Version Included. Ja, ich weiß, man. Ja. Cubase LE5. Cubase, wem das nichts sagt, es ist nur das. Ich sag's nochmal. Es ist das Musikerprogramm. Ich habe vorher immer mit Magix gearbeitet, weil das mein Vater mir irgendwann mal gekauft hat. Ich war damit auch mal ganz zufrieden, aber naja. Da ist Cubase drin. Zwar nur eine Lite-Version, aber ja, es reicht für meine Bedürfnisse, so sag ich mal so. Gut, jetzt geht's auch mal ans Auspacken, ne? Gut, mache ich das hier auf. Das erste, was mir auffällt. Deutsch, Warnung. Plastiktaschen können gefährlich sein. Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr diese Tasche vor Babys und Kindern fernhalten. Ja, sagt alles, ne? Gut, hier sind jetzt... So. Simpel sind die CDs drin. Einmal der Treiber von dem ganzen Ding und Cubase. Ja, das muss ich nochmal in die Kamera halten. Ah, schön. Gut, fetter Klopper hier. Ist ja ganz normal. Garantiehinweis. Muss man eintragen. Modell. Ganz andere Quatsch. Ach, so viele Zettel, das... Hier stehen die ganzen Sitze von der Marke in den verschiedenen Ländern. Was ist... Ja, Sicherheitshinweise, ne? Nicht in Wasser tunken oder mit Bratfett vollgießen, weil man gedacht hat, dann wird der Sound leckerer. Ha, 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 Flachwitz. Schön, dass man eine übersichtliche Anleitung hat. In jeder Sprache. In jeder Sprache. Ja. Da steht was drin. Keine Ahnung, ist mir aber auch egal. Ach, Deutsch. Ha, endlich. Hinweisung zur Nutzung der Digitaleingänge. Ja, es ist halt jetzt der kleine Quatsch. Cubase. Quick Start Guide. Den werde ich mir mal zur Seite legen. Buchstäblich. Cubase Quick Start Guide in Deutsch. Den werde ich mir zur Seite legen. Gut. Ich will euch jetzt nicht hier mit spannenden Zetteln aufhalten. Nein. Hier haben wir jetzt über das Teil. Genau, das Manual. Benutzerhandbuch. Modern Employ. Manuelle di Istruzioni und Manuel de Instrucciones. Alle durchlesen, die Sprachen sind alle wichtig. Ach nee. Gut, kommen wir jetzt endlich zu dem Teil selbst. Gut. Das hier ist ein simples USB-Kabel. Einer Seite dieser Square USB, wie es so schön heißt, also dieses viereckige USB-Teil. Autofokus bitte. Vielen Dank. Aber hier dieses eine USB-Teil und ganz normaler USB. Unterstützt USB 2.0 und den 2.1er. Das kannst du auch wieder... Dankeschön, oder? Ja, gleich weg. So. So, das Gerät selber. So gut Full HD ja auch sein mag.
Es nimmt viel Speicherplatz weg und somit war, huch, hoppala, somit war leider schon wieder mein Speicher voll. Ich werde mich jetzt beeilen. Gut. Aber ich muss immer wieder ein paar Videos löschen, was auch irgendwie schade ist, aber naja. Gut. Das Teil selber, wie gesagt. Wieder der gleiche Sicherheitshinweis, sagte ich aber schon. Seriennummer muss ich jetzt nicht unbedingt dringend notwendig zeigen. Einen Moment. Also es gibt wirklich einen sehr schönen, edlen Eindruck. Also es wirkt stabil, das ist stabil, das. Ja, das ist stabil. Ach du Heiliger. Gut, werde ich mich jetzt noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen, wie die einzelnen Regler zu stehen haben. Was man so sagen kann, hier unten ist eigentlich so das Wichtigste so an sich. Mein Moment. So. Da haben wir da Mikrofon 1. Ja, es geht weiter mit Line In, also normaler Line-Eingang halt. Dann Kopfhörer bzw. Lautsprecher, Gitarre und noch ein normaler Line In. Dann noch ein Mikrofoneingang. Gut, ich kann mal diese Phantomschleusung, wovon ich gesprochen habe, ein- und ausschalten. Das finde ich auch besonders schön. Man kann die eingehenden Signale, ich habe mal beispielsweise jetzt die rechte Gitarre und das linke Mikrofon, wenn man dann meint, also man kann beides gleichzeitig über USB dann halt aufnehmen. Ich weiß nicht mal, ob man das in mehreren Spuren machen kann, aber naja, werde ich ja noch sehen. Dann kann man die Gitarre halt leiser drehen oder das Mikrofon lauter, je nachdem. Das ist eigentlich ein hübsches Teil. Monomix, Input, Computer. Muss ich mich noch alles mit beschäftigen. Line-Out, Phones. So, Oberseite, links und rechts gibt's nichts. Oben hat man einen MIDI Eingang und dann MIDI-Ausgang. Ich mache das mal so. Dann kann ich das auch lesen. Hier hat man den USB-Port. Einen digitalen Ein- und Ausgang. Whatever. Ja, MIDI ein, MIDI aus. Und einen Line-Aus. Schön mit Rot und Weiß. Naja. Ich weiß nicht. Vielleicht kommen ja auch noch mal irgendwelche Musikbeispiele von mir auf dem Channel, muss ich nochmal gucken. Beispielsweise die ganzen Intro-Musik sind jetzt auch selber von mir gewesen, aber die habe ich halt immer mit Magic's Music Maker und irgendwelchen vorgefertigten Loops gemacht. Naja. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonnieren. Da oben, solange ihr im normalen Modus guckt, im Fullscreen-Modus aktiviert hier ungefähr die Kommentare und klickt dann hier auf den Abonnierknopf. Ansonsten ja, bedanke ich mich einfach fürs Zuschauen, abonnieren, gerne auch kommentieren, das mag ich gerne. Abonnieren. Abonnieren. Du musst abonnieren.